Hallo, ihr Lieben! Heute habe ich mal was Neues für euch, und zwar ein Mix aus Haul und Get Ready With Me. So, jetzt haben wir es. Weil, also ich war, wo war ich denn? Ich war, glaube ich, im DM. War ich im DM? Nee, ich war nicht im DM. Doch, ich war im DM. Einmal mit professionellen Leuten arbeiten, ne? Und zwar war ich im DM und habe mir die Sortimentsumstellung von Catrice angeguckt. Und da gibt es ja diese Highlighter-Palette. Und ich hatte ja gesagt, dass ich die schon ganz gerne hätte. Und habe die geswatcht. Und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ihr den hier habt, den High Glow Mineral Highlighting Powder, wenn ihr den schon habt von Catrice, dann könnt ihr euch die Palette meiner Meinung nach so auf den ersten Swatch eigentlich sparen. Davon gibt es nur einen, das ist die 010 Light Infusion. Vielleicht gibt es davon irgendwann mal einen anderen. Und der hat halt so einen Champagner-Glow und der ist wirklich schön. Und den kann ich auch total empfehlen. Wer den noch nicht hat, der ist von der letzten Sortimentsumstellung. Und ich bin der Meinung, komisch, also ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, aber ich bin der Meinung, man braucht, wenn man den hat, die Palette nicht unbedingt. Und merkwürdigerweise habe ich den geswatcht und dachte, okay, es sind drei leicht unterschiedliche Farben. Der Glow ist auch ganz schön, aber ich brauche es nicht. Ja, ihr seid immer noch auf dem richtigen Kanal. Ich sammle immer noch Highlighter, ich bin total Highlighter-verrückt, aber tatsächlich, er hat mich nicht überzeugen können. Vielleicht später. Vielleicht sehe ich Reviews und dann sage ich, oh Gott, ich brauche ihn unbedingt. Aber so auf den ersten Eindruck dachte ich mir, nee, also die 4,50 Euro kann ich mir sparen. Das Geld für diese Palette hier, die ich mir auf Amazon bestellt habe, habe ich mir nicht gespart. Die ist, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, scheiß teuer. Ich habe jetzt für die, glaube ich, 55 Euro bezahlt. Und ich sage mal so, für 9 Lidschatten ist es wirklich viel. Aber es ist diese hier. Die Too Faced Sugar Pop Palette. Und hier seht ihr auch meine neuen Fingernägel. Mal ein bisschen kürzer. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Und es ist wirklich praktisch. Ob es schöner ist als das längere, weiß ich nicht. Aber praktischer ist es auf jeden Fall. Hier habt ihr den How to Glamour Guide mit 3 Looks. Vielleicht schminke ich auch mal was davon. Ich finde die eigentlich immer ganz schön. Und da habt ihr die Farben. Die 3 großen sind so schimmrige Basistöne, die finde ich auch echt schön. Und die kleinen, das sind halt so besonderere Farben. Und den finde ich besonders schön. Die finde ich auch sehr schön. Also ich finde sie alle sehr schön. Das Pink, gut, ich trage nicht so viel Pink auf dem Auge, aber ich finde die schon sehr schön. Und die haben quasi unterschiedliche Namen. Candy Coated, das ist diese Reihe. Dann Sugar Plums, das sind halt mehr so diese wärmeren oder Plumtöne. Und Sweet and Spicy, da sind halt diese beiden rötlicheren schönen Töne dabei. Und die ist sehr klein, aber irgendwie habe ich mich verknallt und musste ich einfach haben. Und weil ich die neu habe, dachte ich mir, schminke ich euch mal einen Look damit. Also wird jetzt nicht der Hardcore, super, mega Look, glaube ich. Bin mir noch nicht sicher. Weil ich gehe jetzt gleich zum Sport und, also ich gehe auch gerne sehr geschminkt zum Sport, aber, ja, ich sag mal so, ich mache keine Foundation, ich mache jetzt nicht groß Teint-Produkte oder so, ich mache nur ein bisschen die Augen eigentlich, hatte ich so geplant, und ich muss auch definitiv euch mal das Schätzchen hier vorführen, weil ich den echt toll finde. Bevor ich zum Sport fahre, werde ich gleich noch in einem DM auf Jagd gehen, weil diese Jahrmarkt Pflege Duschgel Gedöns LE von Balea lässt mich einfach nicht los. Ich möchte auch ein Duschgel mit Zuckerwatte-Geruch wie Luzi, Frau Unfug vom Kanal Unfug Rundfunk. Augenbrauen müssen natürlich dabei sein. Ich habe mir heute, ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit, Urlaub, ne? Ich muss ja mein Bein kurieren. Ich habe auch das erste Mal Kreislaufprobleme gekriegt nach dem Tätowieren.
Also das erste Mal so richtig mit zusammenklappen im Bad und so. Gott sei Dank war mein Göttergatte da und hat mich dann wieder auf die Beine gestellt, beziehungsweise hat die Beine erst hochgenommen und dann habe ich was getrunken und dann ging es auch wieder. Aber durch die Wärme und es waren 2,5 Stunden Tätowieren und das war echt hardcore. Also ich wollte es unbedingt fertig kriegen und die letzte halbe Stunde habe ich nur noch gelitten. Das sage ich euch aber. Ich fange jetzt an mit Rock Candy. Das ist der hier oben. Der hat so einen schönen Goldschimmer. Vielleicht kann man das erkennen. Aber ich finde, von den dreien ist das der humanste. Der ist so beige. Was halt der Fall ist, ist, dass die ein bisschen krümeln, die Lidschatten. Kann auch an dem Pinsel liegen. Aber Too Faced Lidschatten haben doch eine Tendenz zu krümeln, obwohl sie so teuer sind. Aber zum Beispiel bei den In the Buff Paletten, die nutzen sich halt recht schnell ab dadurch. Und die Too Faced nicht, obwohl sie krümeln. Also ich glaube, da liegt dann so der qualitative... ich habe gerade ein bisschen Staub im Mund gekriegt. Sehr süß. Riecht aber nicht süß. Aber wenn ihr es in den Mund kriegt, ist es süß. Also nicht, dass ich das empfehle, aber wenn es passiert, passiert es eben. Ich glaube, ich hole euch mal ein bisschen ran. Dann könnt ihr die Farben vielleicht schöner erkennen. Ich glaube, ich nehme dann Blackberry, das ist dieser Ton hier, weil das ist der einzige Braunton, den ich so als Crease Shade, glaube ich, gut finden würde. Also ich finde, mein Teint hat sowas von ein bisschen von Krimiserie und die letzte Leiche wurde liegen gelassen, aber gut. Ich kann ja nichts dran ändern, meine Haut wird eh nur rot und nicht braun und aufgrund dessen brauche ich das auch gar nicht so richtig versuchen, mich zu bräunen, weil das eh nichts wird. Ich wechsle mal so ein bisschen zwischen Display und Spiegel, weil das ist echt schwierig, sich über Display zu schminken. Also Respekt an alle, die das machen. Ich glaube, ich muss das noch ein bisschen üben. Aber dieser Blackberry, der Ton, der gefällt mir echt gut. Ich hoffe, der kommt auch schön rüber. Ich liebe auch meine Real Techniques Pinsel. Ich habe mir heute das Video von der lieben Nadine vom Kanal Moldavid angeguckt. Zu diesen Bürstenpinseln, die so aussehen wie Abwaschbürsten. Machen wir doch ein bisschen Drama für den Sport, ne? Naja. Macht ja nix. Die machen ja auch Drama da. Wir gehen ja immer zu den harten Jungs, weil da die Geräte stehen, wo ich meinen Latzug am besten trainieren kann. Also Latzug und Trizeps. Und also Lat. Die Muskulatur unterm Arm über den Rippen, wisst ihr? Da schwabbelt das ja ganz gerne. Und ich möchte nicht, dass das da schwabbelt. Nein. Und deswegen, die machen ja auch immer Drama. Die sind ja auch immer nur am Rumstöhnen. Deswegen finde ich einfach, dass ich da auch ruhig ein bisschen Make-up tragen darf. Ich nehme jetzt mal den Macaron, den Orangenen hier. Weil der spricht mich irgendwie sehr an. Und gebe mir... Ja, der ist sehr schön. Wo war ich? Achso, bei Nadines Video, genau. Und zwar mit diesen, die aussehen wie Abwaschbürsten. Und ich habe auch überlegt, ob ich mir solche holen soll. Und dank dir, Nadine, werde ich es nicht tun. Weil ich habe mir das schon gedacht, dass diese kleinen, festgebundenen Bürsten nicht so funktionieren und vor allen Dingen so längliche Bürsten. Ich benutze überhaupt keine länglichen Bürsten, weil ich ja mein Lidstrich mit Flüssigeiliner ziehe und mal eben, ich nehme Peach Fizz jetzt nochmal zum Highlighten und das habe ich mir schon gedacht, dass die da nicht so funktionieren. Das Einzige, was mich vielleicht interessieren würde, wäre das für Foundation. Aber ich denke, das ist wie ein Buffer, nur in einer anderen Form mit einem anderen Griff, der ja scheinbar nicht so richtig funktioniert.
Also wenn ihr diese Spülbürsten, Make-up, Pinsel, wenn euch das interessiert, guckt mal bei Nadine vorbei. Die hat da ein gutes Video zu gemacht und die probiert die auch alle aus. Also von daher, das finde ich echt cool. Auch cool finde ich diese Palette. Ich bin doch sehr glücklich, dass ich sie mir gekauft habe. Ich denke, das reicht jetzt so auch für das, was ich vorhabe. Jo, mein Astor Eye Artist kommt jetzt zum Zug. Und für alle, die schon immer wissen wollten, warum ich manchmal Wing trage und manchmal nicht, wenn ich zum Sport gehe, ziehe ich mir kein Wing. Weil, wenn ich mir durchs Gesicht wische und wir haben aktuell irgendwie 30 Grad oder so und es ist schon 17 Uhr und es ist immer noch so bullewarm, dass ich habe, also Make-up zum Sport ja, aber wenn das Make-up dann verläuft und scheiße aussieht, dann lieber doch nicht. Ja, deswegen gibt es keinen Wing zum Sport. Und auch wenig Tintprodukte, weil man sich das einfach wegwischt, wenn man beim Sport ist. Wir brauchen jetzt auch nicht so Drama Lashes, dann nehme ich die I Love Extreme. Das klingt jetzt kontrovers, aber ihr wisst ja, das ist nicht meine Lieblingsmascara. Und ich muss auch sagen, das ist so ein grenzwertiger Kandidat für Sport, weil die eigentlich nicht so gut hält. Aber weil ich kein Cardio machen kann, weil ich ja mein Bein tätowieren habe lassen, kann ich nur Cardio mit den Armen machen. Es gibt nämlich so ein lustiges Fahrrad, was man mit den Armen, also die Pedale sind für die Arme und die Beine machen nichts. Und das, oh Gott, das hört sich nach Gewitter an. Und das habe ich vor, heute zu machen, weil ich nicht in der Lage bin, richtig zu laufen. Also besser als gestern, als es noch ganz, ganz frisch war. Aber ich möchte jetzt auch nicht, eigentlich darf ich eine Woche gar keinen Sport machen, aber ja. Ich mache es trotzdem, weil ich es möchte. Kann man ja mit dem Arm machen. Jo! Also, haben wir mir ein Gesicht gezaubert. Bisschen Lip Balm, Gloss, Catrice, L.E., Sound of Silence, Golden, Spirit darf sein. Hält eh nur von hier bis in die Küche. Rauchen sei Dank. Nein, Quatsch. Der ist schön. Ich mag den, vor allem, weil er Gold ist. Und jetzt kommen wir zum Haul-Teil. Ich habe euch ja meine Palette schon gezeigt. Und da war ich noch beim H&M, beim Und da gab es auch verschiedenen Stuff. Und zwar wollte ich kurze Hosen für den Sport haben. Die habt ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen. Die ist von H&M Running. Und die hat eine quasi ein Stück rosa Leggings unter so einer grauen Sporthose. Und je nachdem, ob man die in der Hüfte trägt oder unten, ist die natürlich unterschiedlich lang. Und das ist meine erste Sporthose seit langem und das ist bei H&M 42 und ich passe rein. Das ist cool, weil hätte ich 5 oder 10 Kilo mehr gewogen, hätte ich da mit Sicherheit nicht reingepasst. Und ich bin schon sehr stolz, dass ich mir da quasi in der normalen Kollektion Sportklamotten kaufen kann. Dann haben wir hier ein T-Shirt aus dem Sale. Das ist ziemlich lang. Das hat 5 Euro gekostet. Das ist die Größe XL. Es gab nur noch diese Größe. Und das ist so ein Tanktop mit relativ weit ausgeschnittener Seite mit so einem Kreuz. Und da sind, das ist ein Adler und das Kreuz besteht aus Federn. Und das ist ziemlich lang. Und das finde ich ziemlich cool, weil das kann man zum Sport tragen, zum Rumlungern, über eine schwarze Leggings, so quasi als Mini-Kleid oder so, das mache ich auch ganz gerne.
Dann dachte ich, das wäre Sale, war es aber gar nicht. Hab mich dann erst ein bisschen geärgert und als ich es anhatte, dachte ich, geil, sowas wolltest du schon immer mal haben. Das ist in L. Das sitzt auch gut, sieht auch gut aus, wenn es auseinandergedüdelt ist. Wie meine Mutter so schön gesagt hat, ich muss es nochmal umdrehen, das ist falsch rum. Da steht ja, Manhattan drauf. Manhattan! Und das ist auch so ein, vorne ist der Ausschnitt relativ hoch. Dafür sind ihre Seiten relativ tief. Und das Geile ist, was ja gerade voll in ist, die Seite ist geschlitzt. Das heißt, wenn man eine High-Waist Leggings anhat, dann ist so ein Stück von der Taille frei. Und das sieht echt cool aus. Aber es ist trotzdem lang genug. Und das mit dem Schlitz an der Seite ist ja gerade super angesagt. Und wer springt gerne mal auf solche Sachen? Genau, ich. Also das Ding hat 10 Euro gekostet. Ich dachte, es wäre Sale gewesen, weil es so neben dem Sale, quasi neben der letzten Sale-Reihe hing. Aber gut, wollen wir jetzt uns nicht drüber aufregen. 10 Euro ist ja auch nicht die Welt. Hier kommt der Superschnapp, ja? Und als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, langweilig. Strickteil langweilig. Von vorne denkt man auch echt langweilig, ne? Das ist halt so relativ normaler, so ein Rundhaltausschnitt. Und dann denkt man, oh, das ist aber tief ausgeschnitten. Und das ist ein Kleid, ist wirklich eine Kleidlänge. Und wenn man das umdreht, seht ihr, dass der Rücken hier oben so ein Rückenteil hat. Dann ist ein riesen Loch und dann kommt das untere Teil. Das ist hinten. Das ist nicht vorne. Das heißt, wenn ich das anhab, dann ist der Rücken quasi komplett frei und das hier ist überm Po. Also die Po-Ritze oder die Unterhose sieht man nicht, aber an der Seite ist es halt sehr frei. Da muss man dann entweder einen schwarzen BH drunter tragen oder gar keinen BH. Nein, Quatsch. Und für 5 Euro ein Kleid, wenn man da ein Longsleeve drunter trägt oder ein T-Shirt, das sieht total cool aus. Also das ist definitiv was für den Herbst oder auch für den Winter. Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Und nun kommen wir zu den letzten Sachen, die habe ich an. Das ist ein T-Shirt, auch wieder ziemlich tief ausgeschnitten. Das ist ja momentan einfach modern. Und auf dem T-Shirt steht, Wanting to be someone else is a waste of who you are. Und das ist von Kurt Cobain, der Spruch. Sieht man das? Und das geht so, ja, das geht so über den Arsch so ein bisschen. Also ist ziemlich lang. Kann man jetzt nicht so gut sehen. Und dann habe ich noch eine Hose an. Und zwar so eine orangene Sporthose mit so einem Muster. Und die ist ein bisschen weiter. Die hat, glaube ich, 16 Euro gekostet. Das T-Shirt beim Sale für 7. Und das Witzige ist, hier sind Löcher drin. Nicht, weil meine Katzen das schon irgendwie bearbeitet hätten, sondern weil das so ist. Das nennt man Used Look und das kostet eigentlich extra. Bescheuert, ne? Dass man sich Klamotten mit Löchern kauft und das soll so. Naja, ich meine, ich habe es mir ja gekauft, aber im Sale, nicht für einen Originalpreis. Was hätte das denn original gekostet? Ich guck mal eben. 15 Euro. Ja, nö, für 15 hätte ich es hängen lassen. Also gut, dass Sale war. Sonst hätte ich das schöne Teil gar nicht bekommen. Ich glaube, jetzt fängt es an zu regnen und zu gewittern. Und eigentlich wollte ich noch eine kleine Runde Gassi gehen. Mit meinem besten Freund und seinem Hund. Und ja, das müssen wir dann eventuell ausfallen lassen. Obwohl, nö. Ich habe ja einen Schirm. Und ich glaube, ein bisschen Blush brauche ich noch. Ich finde mich ein bisschen zu käsig. Dann nehme ich mal den aus The Beach House. Ich glaube, ich habe The Beach Wave gesagt letztes Mal. The Beach House, Give Me Vitamin C. Der ist schön matt und der ist so korallig, aber nicht zu grell orange. Ja. Ja, finde ich schon viel besser. Oh, ein bisschen Glow.
Naja, ich glow genug, ich schwitze. Ah, ich immer mit meinem Glow, ne? Also merkwürdig mit der Palette, aber na gut, wir werden sehen, was sich gleich noch im DM jagen lässt. Ich fahre dann gleich mal los, vorher noch in DM und dann zum Sport. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Heute mal nicht ganz so ultra lang, aber immerhin. Und ja, vielleicht habt ihr ja auch im H&M-Sale irgendwas Cooles ergattert oder so. Was ich auch ganz cool finde, wenn ihr irgendwas kauft oder ausprobiert oder euch inspirieren lasst oder so, dann könnt ihr mich auch gerne bei Instagram dann auf den Bildern verlinken, wenn ihr das postet. Mein Name ist ja unterstrich Sophie unterstrich Muffin unterstrich. Unterstrich, unterstrich. Und ja, ich freue mich immer, wenn ihr Sachen, die ich gefeiert habe, auch feiert und wir das zusammen feiern können. Und ja, ihr Lieben, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Abend, Woche, Wochenende, Urlaub, was auch immer. Lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns. Ciao! Also irgendwie kriege ich das mit dem Ausmachen nicht richtig hin in letzter Zeit. So, nochmal. Bis dann. Ihr macht das schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal.